ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal wieder mit in den Stall, weil mein letztes Follow Me Around ja schon eine Weile her ist. Und ich will euch erst kurz ein paar Worte zu Coco sagen. Die, die mich auf Instagram verfolgen, haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt. Sie hat sich vor ein paar Wochen, also Ende April, so vor 3 Wochen, in ihrer Box verletzt und hat eine Knochenabsplitterung vorne links im Fesselkopfgelenk. Und läuft jetzt seither Schritt. Am Anfang hieß es, sie braucht 4 Wochen Boxenruhe. Da hat der Tierarzt sich dann zum Glück umentschieden, hat gemeint, nee, sie darf zum Glück Schritt laufen. Und ihr Tagesablauf sieht gerade so aus, dass sie morgens eine halbe Stunde an die Führanlage kommt und ich dann nachmittags sie hier raus auf ihr Paddock stelle, wenn ich den Pebby reite. Und dann hat sie ihren Heu und kriegt auch da Wasser. Und dann danach hänge ich sie immer noch mal an die Führanlage und tue sie halt putzen und beschäftige sie irgendwie so ein bisschen. Spazieren gehen kann ich mit ihr leider nicht, weil sie da ziemlich doof ist. Aber naja, an der Führanlage ist sie brav und darum läuft sie eben da. Ihr hört im Hintergrund, unsere Wiese wird gerade auch so ein bisschen gemäht. Und darum gehen wir jetzt rein und machen mal den Pebby fertig zum Reiten. Das Putzen ja schon bei meinem letzten Follow Me Around gesehen habt, spule ich da jetzt hier ein bisschen. Ich putze meine Pferde mit einem Staubsauger, das ist ein ganz normaler handelsüblicher Staubsauger und ich habe da halt so extra Aufsätze dafür und der Grund ist einfach, dass es halt natürlich weniger staubt und das Pferd natürlich viel sauberer wird, als wenn ich es normal putze. Pebby und ich, wir sind jetzt bereit und da zur Abwechslung mal ein bisschen die Sonne scheint, gehen wir jetzt erstmal eine kleine Runde ins Gelände. Super! Dorian! Dori! Komm! Ab! Komm her! Dorian! Komm! Alle Grübel! Dori! Sieht man ihm auch schon so ein bisschen an, aber eigentlich ist er noch topfit. Und da hinten, das sieht man jetzt nicht so genau, das ist mein kleiner Mini-Shetty. Das ist dem Dori sein bester Freund, der Krümel. Krümel! Hallo, mein Schatz! Und der Blue nimmt schon mal ein kleines Bad. We'll be right back.
ganz trauen kann, habe ich immer meinen Schirm dabei. Und ich kann euch das jetzt auch demonstrieren, dass man auch mit Schirm reiten kann. Peppi, hör auf! So, man mache den Schirm auf und reite einfach los. Wir stellen uns vor, es regnet jetzt. Hast du einen Stocki dabei, Keks? Nein, doch nicht. Oh, mein Schirm geht kaputt. Das reicht rein. Wie bitte? Also das muss man dem Peppi ja zugute halten. Er ist ja wirklich verrückt und macht viel Quatsch. Aber bei solchen Sachen ist er einfach top. So, da es jetzt draußen leider immer mehr geregnet hat, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal in die Halle zu gehen und da ein bisschen locker zu reiten und schon mal anzufangen zu arbeiten, in der Hoffnung, dass es bald wieder aufhört zu regnen und ich noch ein bisschen auf unseren Platz komme. Der Peppi war an dem Tag eigentlich ganz gut. Das vorher ein bisschen ins Gelände gehen hat ihm, glaube ich, recht gut getan, weil dann ist er immer schon so ein bisschen motivierter. Man sieht, er nörgelt am Anfang immer vorne im Maul noch so ein bisschen rum. Also er ist halt einfach noch nicht durchlässig, noch nicht losgelassen. Er geht zwar schön über den Rücken einigermaßen, aber er könnte natürlich noch viel mehr schwingen und auch den Hals noch ein bisschen mehr fallen lassen. Er macht dann auch manchmal so ein paar Taktfehler, wenn er anfängt vorne so rum zu nörgeln und ich so ein bisschen viel durchstellen muss. Das sieht am Anfang immer nicht ganz so schön aus, aber dafür habe ich ihn dann halt nach relativ schneller Zeit gut locker und ja, da mache ich das eigentlich immer so. Normalerweise nehme ich dann auch relativ schnell den Galopp schon dazu, weil das einfach Peppi seine stärkste Grundgangart ist und er da auch am schnellsten locker wird und einfach am besten dann sich loslässt und über den Rücken geht und einfach auch ein bisschen abspannt und nicht so verspannt ist. Wenn ich dann auf beiden Händen so ein bisschen galoppiert bin, nehme ich relativ schnell dann auch Übergänge dazu. Also erst auf beiden Händen immer so Trab-Galopp-Übergänge. Ich mache dann immer so eine halbe Runde, mache ich eine Gangart und dann wechsle ich wieder. Und dann, wenn das einigermaßen gut klappt und ich habe das Gefühl, dass er locker wird, nehme ich dann auch einfache Wechsel dazu, also vom Galopp zum Schritt. Und dann nach und nach auch die fliegenden, einfach um ihn nochmal schön locker zu bekommen. Hier sieht man jetzt, dass er schon besser ist als am Anfang, aber ich ihn trotzdem noch deutlich immer wieder durchstellen muss. Einfach, dass er den Hals noch mal ein bisschen besser fallen lässt und vorne im Maul so ein bisschen ruhiger und auch geschmeidiger wird. Man sieht aber, dass die Übergänge eigentlich dann ganz gut sind und dann fange ich auch an, ihn so im Trab so ein bisschen besser anzupacken. Jetzt ist er aber gestolpert, ist ja nicht schlimm, klopfe ich ihn einmal. Ja, also ich versuche ihn dann im Trab immer so ein bisschen mehr dann anzupacken, dass er schön fleißig vorwärts läuft, dass er die Hinterhand schön mitnimmt und dass er trotzdem aber vorne im Hals noch abkippt, dass er erstmal schön über den Rücken geht und die Hinterhand mitnimmt und dann kann ich anfangen, ihn in die versammelte Arbeit zu nehmen.
den Übergang von der lösenden Arbeit zur versammelten Arbeit mache ich meistens bei Peppy, indem ich erstmal so ein bisschen Außengalopp mit dazu nehme und ein paar Galopp-Schrittübergänge nehme und ihn dabei dann mehr setze als in der lösenden Phase. Also wenn ich ihn löse und meine einfachen Wechsel reite, dann will ich, dass er da einfach schön durchlässig ist und den Hals runternimmt und schön über den Rücken geht. Und wenn ich zur versammelten Arbeit übergehe, nehme ich immer das Genick langsam ein bisschen höher. Man sieht, ich verkürze jetzt das Tempo dann vor dem Übergang nochmal ein bisschen mehr und gucke, dass er schön drunter tritt. Und dann klappt es eigentlich immer ganz gut und ich kann dann erst übergehen zum Trab und da dann nochmal das Genick höher holen und ihn schön ans Bein holen und ihn schön von hinten durchreiten. Da sieht man, ich packe ihn trotzdem immer wieder an mit der Gerte auch, dass er schön die Hinterhand mitnimmt, weil das einfach so ein bisschen sein Problem ist. Also er ist eher so der faule Typ. Er könnte zwar schön auf A-Niveau laufen, aber ich will ja so ein bisschen mehr von ihm und darum muss ich ihn da manchmal so ein bisschen triezen. Und wenn ich ihn dann schön am Bein habe und er schön zündet, dann macht er auch alles echt schön. Also klar, er ist jetzt nicht das Pferd, das jetzt mega die Versammlung hat oder tolle Gänge hat, aber er macht halt alles mit und ich versuche die Versammlung eben so gut wie möglich rauszuarbeiten. Jetzt so in den Traversalen sieht man auch, dass er da manchmal noch so Taktfehler macht, wenn er noch nicht ganz 100% dran ist, aber... Ja, also damit habe ich mich halt bei ihm abgefunden. Ich versuche das dann immer so gut, wie es möglich ist, eben zu reiten. An manchen Tagen, wenn er sich dann eben arg im Rücken festhält und ich ihn gar nicht locker kriege, macht er halt immer wieder Taktfehler. Aber meistens wird es dann auch besser, je mehr Seitengänge ich dazu nehme. Auch bei den Trabverstärkungen ist es immer so, dass da natürlich noch mehr kommen könnte und es bei ihm manchmal eher so ins Laufende geht. Aber mir ist es immer wichtig, dass er schön den Takt hält, dass er schön durchhält, also nicht nur bis X irgendwie zulegt und dann schon wieder zurückkommt. Und das, finde ich, hat er jetzt an dem Tag eigentlich ganz gut gemacht. Als nächstes bin ich dann wieder zur Galopparbeit übergegangen und habe mit den Serienwechseln angefangen. Er könnte die Serienwechsel immer noch mit ein bisschen mehr Ausdruck und ein bisschen mehr Durchsprung springen, aber mir ist es immer wichtig, dass er sich eigentlich nicht verspringt und dass er schön auf meine Schenkelhilfe reagiert. Und das fand ich, hat er jetzt eigentlich ganz gut gemacht und darum habe ich jetzt auch gleich einmal die Einerwechsel mit dazu genommen. Da es dann endlich aufgehört hatte zu regnen, sind wir noch ein bisschen auf unseren großen Dressurplatz gegangen. Der hat ein bisschen mehr als 60 auf 20 Meter und ist daher relativ gut fürs Turnier zum Üben. Und darum habe ich das so ein bisschen als Turniersituation genommen. Also für mich war jetzt in der Halle das Abreiten praktisch und dann habe ich draußen einfach nochmal alles so ein bisschen abgerufen. Ich habe dann gleich einmal mit der Trabverstärkung angefangen, um ihn mir wieder schön vors Bein zu holen. Hab dann hier eine Zickzack-Traversale mit dazu genommen, um zu gucken, dass er da jetzt schön im Takt bleibt, um einfach so ein bisschen eine Turniersituation nachzustellen. Klar, ich habe nicht immer irgendwelche Prüfungen, wo er jetzt Zickzack-Traversalen laufen muss oder die Serienwechsel, aber es war einfach so das Turnierfeeling in Anführungszeichen. Ich habe dann auch hier draußen gleich einmal nochmal die Serienwechsel mitgenommen, habe wieder mit den Zweierwechseln angefangen und ich finde, man sieht, dass er draußen einfach so ein bisschen mehr Go hat, weil er schön nach vorne zieht und auch ein bisschen mehr Ausdruck bei den Serienwechseln hat und das finde ich eigentlich immer ganz gut an ihm. Also ich merke das auch auf dem Turnier, wenn ich in der Halle abreite und dann raus auf den Platz komme, dann ist er einfach nochmal ein bisschen mehr da. Und das macht eigentlich immer Spaß. Hier verspringt er sich jetzt, glaube ich, einmal gleich. Da habe ich einmal zu früh den Schenkel umgelegt, also es war so ein bisschen meiner. Und wenn er dann so motiviert ist, dann springt er mir gleich die Einerwechsel.
Und da das ja aber eigentlich schön ist, wenn er so motiviert ist, habe ich dann jetzt gleich die Gelegenheit genutzt und habe einmal die Einerwechsel geritten. So, nachdem er da jetzt alles so schön gemacht hat und toll mitgearbeitet hat, habe ich dann auch schon wieder die Arbeit beendet. Ich habe noch schön die Zügel aus der Hand kauen lassen, ihn nochmal schön abspannen lassen, dass wenn er jetzt nach der versammelten Arbeit, hält er sich ja manchmal wieder so im Rücken fest, wenn ich dann das Knick hochhole und ihn so arg anpacke, damit er schön Ausdruck hat. Und darum lasse ich ihn eigentlich immer relativ lang dann auch nochmal Zügel aus der Hand kauen und gucke, dass er einfach nochmal schön über den Rücken geht und schön locker und losgelassen die Arbeit beendet. Und nach dem Training geht es für uns immer noch in unsere kleine Schwemme. Das ist so ein kleines Wasserloch, sage ich mal. Zum einen natürlich, um die Beine zu kühlen, weil es natürlich immer gut tut, wenn man viel gearbeitet hat und die Beine dann schön 10 Minuten lang kühlt. Und natürlich, weil es dem Peppi unwahrscheinlich viel Spaß macht. Also er planscht da immer rum und hält die Nase ins Wasser. Und wenn da Blut dabei ist und da auch noch ein bisschen rumpaddelt, das gefällt ihm immer total. Und da spannt er auch richtig schön ab und genießt einfach sein Leben. Schön gelaufen. Ich habe jetzt die letzten ein, zwei Wochen relativ wenig mit ihm gemacht, weil er geimpft wurde und Turnierpause hatte. Und ich habe ihn heute erstmal wieder so richtig gearbeitet. Und ich fand, er hat sehr schön mitgemacht, war motiviert, manchmal vielleicht ein bisschen zu übermotiviert in den Zweierwechseln, wenn er dann immer versucht, gleich die Einerwechsel zu machen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit ihm. Ja. Also der Peppi steht jetzt noch ein bisschen im Solarium, weil er doch ziemlich geschwitzt hat. Und bei dem Wetter, es ist ja jetzt zwar sonnig, aber nicht allzu warm. Darum stelle ich ihn jetzt erst ein bisschen ins Solarium. Und dann darf er noch ein bisschen auf die Koppel, obwohl es jetzt geregnet hat und die nass ist. Aber ja, er ist so gut gelaufen, hat er sich die Koppel verdient. So. So sehe ich Pebble. Okay. Erst Solarium, dann die Koppel. Er hat es verstanden, dass er auf die Koppel darf. Drehen.
aber erstmal die Koko. Die Cookie ist, glaube ich, durch den Regen ein bisschen nass geworden. Aber sie ist auch schon wieder fast trocken. Mausel, hä? Standest du im Regen? Oh, süß, guck mal. Fesch. So. Langsam. Gamaschen lasse ich jetzt dran, also die Stahlgamaschen, weil die einfach am meisten Schutz bieten, gerade jetzt an dem verletzten Fuß, also es ist ja vorne links. Dann lasse ich da jetzt beide Stahlgamaschen immer dran. Ich habe da extra so ein bisschen Tape drum gemacht, dass sie halt nicht rutschen. Und wenn sie jetzt gelaufen ist, mache ich die weg, spritze die Beine ab und putze sie ordentlich und dann mache ich sie dann wieder dran. Also der Pessi ist jetzt fertig. Also einigermaßen trocken, nicht ganz, aber das meiste ist trocken. Und darum darf er jetzt auf die Koppel. Geht immer. Anfängt zu regnen, hole ich jetzt schnell den Peppi rein und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit meinem Follow Me Around. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, ciao!